Oh, wieder dunkles Gebiet. Unnötig, unnötig, in my opinion, meiner Meinung nach. Musst du nicht so düster sein hier. So, diese Dinge. Zack. Ah, zum Glück habe ich halt dann genutzt. Noch ein bisschen länger halten können, die Gestalt. Aber sie geht jetzt so drastisch runter. Okay, keine wilde Gestalt. Ist irgendwelche Mondteile oder was? Splitter immer gern gesehen. So, also ja, der Weg ist schon weit. So überlege ich mir halt, mit dem weiterzumachen und noch ein bisschen zu grinden. Man hat ja gesehen, auch in dem Video, also das, ich habe es gesehen, ist nicht in der Aufnahme drin, wie viel ich da machen muss. Im Endeffekt haben wir die Endskill schon. Wir werden jetzt die ganze Zeit immer den Support drücken. Wir werden eh unser AOE drücken. Wir werden Q für den Fluch drücken. Das werden wir jetzt die ganze Zeit machen, wie ich gesagt habe. Ich gesagt habe hier von Anfang, dass wir das machen werden. Immer das Gleiche. Ja, mach halt immer Nahkampfsachen, damit ich ja nicht dahin kann. Das sind halt zwei, der macht das der eine, dann macht der andere das. So, ach so, das ist der Endfuzzi schon. Ja, okay, 8 von 10, wie schnell das halt geht. Deswegen frage ich, soll ich jetzt nicht lieber einfach nur weitermachen im nächsten? Macht es nicht mehr Sinn, einfach im nächsten weiterzumachen? Ey, das ist so viel angenehmer, ohne gerade zu sitzen müssen mit dem Mikrofon. Ich kann meinen Kopf mehr wo, irgendwo hin tun, auch mal ein bisschen, ein Millimeter nach links, Millimeter nach rechts. Also ist von den Schmerzen, zumindest am Rücken, erträglicher. Wenn man keine gesundheitlichen Probleme hat, ist es bestimmt scheißegal. Hatte ja auch Wireless Ding probiert, bei Wireless ist trotzdem noch eine Stufe schlechter als das. Noch eine Stufe schlechter hier. Schon kranke Einschränkungen, keine großen Kopfhörer mehr aufsetzen, kein Mikrofon vor der Fresse. Alles wild, ey. Nur Sonderbehandlung bei mich. Aber gut, was willst du machen? So musst du dich halt anpassen im Leben. Das Leben passt dir nicht an dich an, du musst dich anpassen. Ach, der ist immer noch da. Der Typ ist immer noch da, 18 von 22. Zwei von denen und keine extra Gestalt. Jetzt. Ja, die droppen halt schon einige Sachen. Sieht immer ziemlich nett aus, wenn was droppt, aber ob ich dann nachher das überhaupt anziehen soll, kann, muss, dass es gut ist, weiß ich nicht. Sehr gefährlich, was ich hier mache. Ohne die Gestalt hier. Jetzt.
Also ein bisschen hin und her, damit es halt, wenn das kurz runter geht. Bin schon bei 21 von 22, ein, zwei Gegner noch. Dann könnte man weitermachen. Hier am Anfang ist nichts. Hier vielleicht. Ja, Hauptsache der Drucker geht. Hauptsache der Drucker funktioniert. Ah, wir haben 22, passt. Den noch hier. Schlüssel für die Seelenfeuerbastion. Sollen wir die auch mal machen hier? Oder machen wir das am anderen Tag? So, was haben wir denn Schönes? Zwei Herren. Nahkampf 57 für Level 39, so ein Schmarrn. Für Level 60 Rüstung, Erweiterungsbereich für Bereichsfertigkeit, Erweiterungsbereich für Diener. Und die Götze, 90% von Trangab werden in Schutz umgewandelt, 10% Kälterwiderstand. Klingt ganz gut soweit, ne? Klingt ganz gut soweit. Rein da. Yes. So, noch rein. Nein, stopp! Oh, wie ich immer diese Schlüssel verkauf. Ja. Ich schätze mal, man braucht die. Wenn man mehrere looten kann, schätze ich mal, man braucht mehrere dann auch. Was haben wir hier? 80 Nahkampfschaden. 13,3 Nahkampfschaden mit LP-Entzug. Das ist geil. Nahkampfschaden wird das Gesunde geraubt. Nochmal. Chance auf Unterkühlung bei Treffer erhöht den Lehrerschaden. 80 Treffer. Boah. Besser oder schlechter? Ich habe halt jetzt Multiplikator frische Treffer. Das hat auch krass. 55 frische Treffer. Schau im Laufe der Zeit. Was macht denn das jetzt hier? Erhöhte Nahkampfangriffsgeschwindigkeit. Das, boah, 60% ist gut. Multiplikator für Glücksreffer ist weniger. Erhöhte Nahkampfbetäubungschance. Brauche ich das? Nahkampfangriffsgeschwindigkeit ist aber schon geil mit 60. Dafür weniger Crit und Betäubung und Nahkampfbetäubungschance. Dann das. Schauen wir bei Zeit, mehr Crit, weniger Geschwindigkeit. Weiß ich nicht, Euer. Was hat das für Schmiedepotenzial 30? Okay, das ist natürlich heftig. Schmiedepotenzial, das ist T6. Chance auf Unterkühlung, geht doch gar nicht. Hat er nicht gesagt, Mietes geht nur T5? Und hier kann ich sogar was hinzufügen. Dann machen wir doch, was fehlt bei dem? Schadensmultiplikator, Geschwindigkeit haben wir, glaube ich. Nee. Wieso haben wir nicht hier so viel Geschwindigkeit bei dem? Nahkampf. Wieso haben wir bei dem so viel Geschwindigkeit? Warte mal kurz. C. Wir haben jetzt hier erhöhte Nahkampfgeschwindigkeit 60 und hier haben wir 42. Warum haben wir hier so viele? Wir können das nicht nehmen, oder was? Weil es Suffix ist. Ah, okay. Ja, okay.
Der Lehrerschaden ist ja so stark, gell? Chance auf Unterkühlung. Würde ich sogar versuchen rauszunehmen. Geht das? Kann ich das rausnehmen? Warte, mit was war das? Mit Zweifeln. Das Versiegeln dazu verbessern. Modifiziert das Ergebnis eines Herstellung bei Verbesserung. Tauscht das verbesserte Fix gegen ein zufälliges anderes. Ja, okay, das könnte ich nehmen. Aber ich kann das nicht verändern als Dings da. Hier, doch das hier. Die Unterkühlung geht nicht. Erhöht Lehrerschaden hier. Ich probiere das mal. Ja, kritischer Nahkampftreff. Ist doch schön. Nahkampf wird als Gesundheit geraubt. Physischer Nahkampf schauen, ja, das ist doch geil. Und dann würde ich noch. Da können wir einfach noch eins hinzufügen. Ach so, nee, ist so fix hier. Alle Attribute, genau, alle Attribute würde ich sagen. Und dann machen wir das, dass es nichts verbraucht. Hier, 25%. 1 bis 18 spinnst du? Wenn es jetzt 12 verbraucht, habe ich kein nichts mehr machen. Ich wollte noch eins verbessern. 0. Lol. Ja, ob das jetzt alles besser ist? Ich glaube, dass die anderen Waffen besser sind, aber. Hey, ich habe ihn jetzt gebaut und ich behalte ihn jetzt. Lol. Nebenhandkatalysator. Okay, das mit Schmiedepotenzial ist fies, dass das begrenzt ist. Boah, okay, das ist heftig, dass es ist. Aber geil, hier alles so herauszufinden. Eben mal geschaut, das mit dem Autoloot gibt's gar nicht. Es war, glaube ich, gar nicht in dem Spiel. So, was kann ich denn leveln hier? Also hier haben wir 10, 1, 2. Dann haben wir Skills. Können wir die nie wieder leveln oder was? Geht nur 18? Minimal. Geht das echt nur 18? Weil ich bin jetzt schon ein paar Mal gelevelt. Geht das echt nicht mehr? Ende Gelände? Oder nur alle Level irgendwie? So, jetzt können wir schauen hier. 12% Erfahrung, 15% Erfahrung. Erhöhter Gegenstand. Ring. Hier ist was? Ich mach mal hier 15. Hier ist 40% Erfahrungsgewinn? Dann gehe ich da lang, Alter. 40? What the fuck? 40 ist ja krass. Wieder so düster. Ich gar nicht lang gehen sollen hier. Eine Scheiße, das ist so düster, siehst du ja nichts. Siehst du ja nichts hier. Oh, ein Phönix. Oh, die hatten wir ganz am Anfang.
Oha, das waren die ersten Gegner, die ich hatte im Spiel. Die spucken krass Feuer, natürlich. Die haben nämlich das Feuer aus der Asche. Was ist das für ein Asche? Wie groß? Wie viel hält der denn aus? Wie hält der denn aus? Hey, krass. Das sind wieder irgendwelche Tiere, Miere hier. Ich müsste aber, oh Gott, wieder so ein Viech, ey. Nein. Nein, ich mag die nicht. Die sind einfach scheiße. Diese Ritter und die bei dem Level sind bestimmt nicht ohne. Das mit dem Experimenten-Ding wurde eben auch erklärt, aber ich weiß nicht, wie genau, was ich mit dem machen soll. Handschuhe, die haben Spielepotenzial 23, 62, erhöht Crit, erhöht Gesundheit. Machen wir einfach mal. Und wie die HP sinkt. Und mit dem sinkt sie nicht. Minus 30 Minuten aktuell. 6% von aktuellen Gesundheit verloren in LP. Verringert die Nahkampf. 17 Ausdauer. Ich verliere so krass Gesundheit wegen dem, wenn ich das Item nicht habe. Das ist doch nicht schlecht, weil ich tue die Gesundheit sowieso runterbringen, aber echt? Wegen dem Item jetzt hier? Das ist ja anders beschissen. Jetzt habe ich noch ein Item, was mir Gesundheit stiehlt hier. Das ist ja gar nicht funny. Anscheinend, warum auch immer. Weil ich vielleicht irgendwie keine Life-Rack mehr habe oder so. Ist der Phönix auch wild hier? Scheiße, keine richtige Gestalt. Oh mein Gott. Und ich kann mich gar nicht heilen, weil die Gesundheit runtergeht. Ich muss das Item vielleicht doch tauschen. Wie heftig. Ich heile mich und die Gesundheit geht sofort wieder runter. Das ist viel zu krass. Ich glaube, es betrifft auch diese Gestalt, oder nicht? Wenn ich im Kampf aktiv mich gegenheile, ja. Ich glaube, es trifft trotzdem diese Gestalt auch. Der Phönix hier, was der mit dem Feuer macht, hä? Schon länger hier. Oh, da sind ja noch mehr. Okay. Normale Gestalten jetzt zum Glück noch nicht. Muss ich erstmal alle loswerden? Hat ja gedauert jetzt. Fast Ding ins Inventar. Oh. Weihhand. Nahkampfscharmmultiplikator. Boah. Da, mit dem geht's Leben wieder hoch. Aber woran liegt das? 6% von aktueller pro Sekunde verlorene LP. Und Feind LP als Schutz. Naja, das ist krass. Nee, ich will nicht so krass die AP verlieren.
Feuer besteht der Flur, Schaden der Gesundheit, physisch, okay. Schuhe. 58, aber 50. Gürtel hat nur 4 Trankslots. Nee. Das mit dem Leben verlieren ist echt krass. Der Schlechter hier. Nahkampf, Schlechter. Odachi der Säure. Muss mal schnell schauen, was haben die denn hier im Early Game? Evis Rating Odachi of the Poly. Ist doch das, oder? Melee Attack and Crit. Melee Attack and Crit, ja. Das ist das Beste im Advanced Gear. Dachte ich, ich habe das hier schon mal gesehen hier. Endgame. Das ist das Gleiche, nur verbessert. Increase me the attack speed. Critical Strike, get all attributes and chance armor hit. Wie ist das ausgewürfelt? Weniger geltender Bonusschaden, Chance auf Rüstung. Das. Okay, und das Endding ist aber was ganz anderes. Aber das ist schon das Gute. Das ist schon das Gute, ich muss dann nur besser auswürfeln. Schmiedepotenzial 23. Multiple Kartengröße, weniger Litner schauen wir schon aus Rüstungs. Ja, ja, 184. Ich habe das so schön gebastelt, das ist auch schwächer. Scheiße, hätte mir das andere pushen können, aber ist ja egal. Ich hab's ja da noch nicht gewusst mit dem Pushen, wie das geht. Aber ist krass. Ist das denn alles selbsterklärend hier mit dem ganzen Looten und so? Weil ich muss halt immer Guides gucken. Bei vielen Games, weil es mir einfach zu umfangreich ist. Aber ich lese hier auch nichts. Schau halt eher Guides, anstatt irgendwas zu lesen. Aber alles geskippt. Gut, bei Elden Ring zum Beispiel ist klar, das ist halt zu viel. Die ganzen Items über kannst du ja gar nicht merken. Aber hier. Na, ist trotzdem nicht wenig, wenn man das nicht liest. Mal schauen, ob ich jemals komplett durchblicken werde. Ich hab halt auch niemand, mit dem ich so richtig reden kann mit dem Game. Über das so, wenn ich hier live bin. Habe ich 24? Nee. Ich kann da nicht durchblinzen, oder was? Achso, es geht ja da gar nicht lang. Na? Da, der letzte. Oder die letzten zwei, passt. 24, ja, perfekt. Und weg hier. Und weg hier. Ich glaube, kann ich... Ich muss mal kurz vergleichen. Ich habe hier das Schwert öfters. Guck mal hier und da. 56, 56. Nahkampfschaden 70. Multiplikator 156. Das ist schon stärker. 55. Wir werden verkürzte Treffen und 12 Laufe Schaden leer dadurch. Bis. Aber das ist halt von den Stats her. Chance auf Rüstungsangriffe. Unser Bonus schon. Das ist halt von den Stats her besser. Und das hat halt 80. Ja. Ich bräuchte halt das höher. Ich bräuchte das höher. Ich würde mal gerne schauen, was passiert, wenn ich das so kaputt mache. Wie ist denn das?
Wie war das? Modifiziert. Das Ergebnis einer Herstellung verbessern. Nee, das mit dem kaputt machen wir, glaube ich, hier, ne? Zerschmetterstellen und Anzahl der Splitter. Würfelt die Werte aller Affixe eines Gegenstands neu. Entfernt ein zufälliges Affix. Fügt alle leeren Affix. Zerschmettern. Ja, das da. 4 Splitter. Ja, dann habe ich das jetzt halt. Okay. Gut, dann habe ich das jetzt halt. Ist das wichtig, dass man das macht? Aber das muss man sich erstmal anschauen. Leck, was ist das? 101 Nahkampfschaden. 100% erhöhter physischer Schaden. 104% Diener. Das ist scheiße. Das müsste ich wegrollen. Also sonst ist stark. Multiplikator auf Crit, Chance auf langsam, verlangsamen. Ja, das ist auch scheiße. Aber nur Schmied 15. Komm, ich spiele mich ein bisschen rum. Ich versuche das mit dem Diener wegzumachen. Geht das? Oder ich könnte sogar noch zwei dazu machen. Aber Schmiedepotenzial ist kacke, ey. Ach, das erste kannst du nicht erhöhen. Dann versuchen wir hier, dass es nichts verbraucht. Und tun dann noch. Karit geht nicht, gell? Nochmal. Da tun wir hier. Wie ist das andere? Das, was ich brauche? Rüstung oder so ein Scheiß. Das da. Echt? Ist das ein Suffix oder was? Ein Präfix aber haben. Dann nehme ich hier. Das kann ich nicht nochmal machen. Warte. Speed, ach so. Das hier, Nahkampfgeschwindigkeit, Präfix da. Passt. Und bitte keins verbrauchen. 1 bis 18. 2. Boah. Okay, habe ich drauf. Und dann nehme ich noch hier alle Attribute fertig. Suffix. Und ja, 1 bis 18, keine Ahnung. Hat keins verbraucht. Geil. Dann, was kann ich denn aufwerten? Was ist denn wichtig? Chance verlangsamt, das ist egal. Attribut ist kritische Treffer der Nahkampfgeschwindigkeit. Ich mache vielleicht Nahkampfgeschwindigkeit oder kritische Treffer. Was mache ich denn? Ich mache kritische Treffer. Hat auch nichts verbraucht. Okay. Habe ich hier nochmal Nahkampfgeschwindigkeit? Auch nichts verbraucht. Glück gehabt. Dann mache ich hier Multiplikator Schärfer. Okay, jetzt ist vorbei. Okay, cool. Dann habe ich eine interessante Waffe gebastelt. Eine interessante Waffe gebastelt. Nahkampfschaden 100, kritischer. Dienerschaden ist scheiße, aber das kann ich ja nicht ändern. Ich kann nur Affix und Präfix und Suffix verändern hier. Und dann nehme ich die Waffe ab jetzt. Physischer Nahkampfschaden, ja, kann ich auch machen. Aber wenn du hier schaust bei C, Geschwindigkeit weniger, Multiplikator, aber genereller Schaden ist halt krass. Genereller Schaden ist halt wild. Yes. Ich hätte die entzaubern sollen, die eine Waffe da, warte. Rückkauf. Die da.
Die entzaubern, wie war das? F? Nee. Okay. Da würde ich sogar die auch einfach alle wegmachen. Ja, ist egal, komm. Weg mit dem Dreck. Wieso aufsparen? Für was? Für wen? Jetzt eh der einzige Char, der darüber verfügen kann. Ist jeder einzige Char, der darüber verfügen kann. Yes. Okay, nächstes. Stiefel. Chance auf Elektrifizierung, erhöhte Dauer auf Elektrifizierung. Wenn du stillstehst, wirst du 4 Sekunden elektrifiziert. Was? Wie ich wieder HP verliere, Alter. Aber krass, die Geschwindigkeit. 25% erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit. Vielleicht nur im Kampf ist das so. Boah, also das... Da könnte man sich vielleicht rumspielen wegen Speed, das weiß ich nicht. Da könnte man vielleicht ein bisschen rumspielen wegen Speed. Was die mit dem Blitzschaden haben auf einmal. Yes. Okay, jetzt verstehe ich auf jeden Fall, dass man dir eine Waffe nehmen soll. Schmiedepotenzial 0. 0, immer noch 0. Und der Drucker druckt. Kannst du dir nicht vorstellen, der druckt immer noch. Ist ja wild. Okay. Mal schauen, ob das ein Riesenfehler war. 40% Erfahrungsgewinn. Skills? Erhöhen die sich nicht mehr? Mal schauen, ob wir die 40% hier, ob die gut angelegt sind hier. Auf jeden Fall habe ich heute eine Menge gelernt, was das Spiel angeht. Wenn ich mir das halt bis später merken kann. Kurz warten hier auf die Gestalt. Hier ist zu gefährlich. Gibt es schon auch bessere Loot hier? Krass. Giftiges Odachi, der Graupel. Ja. Ich bräuchte irgendeinen Button, irgendwas Gezeichnetes, wo es dann nicht aufnimmt. Wo ich einblenden lassen kann, wo es nicht aufnimmt hier. Nicht aufnehmen, Stopp machen, dass man es auch sieht im Bild. Irgendwie. Aber wie soll man das denn darstellen? Aufnahme, Stopp.
Rekord durchgestrichen oder was? Weißt du, etwas, was sich bewegt hier? Bei dem Stream Deck ist es so. Wie schaut es denn da nicht aus? Gar nicht geschaut. Ich mache dann mal wieder Pause bei der Aufnahme. Wenn ich irgendwie quatsche oder was anders mache. Der, die Heilung bringt ja eh kaum was irgendwie. Geht ja sofort wieder runter. Was ist das? Töten von Feinheiten. Wieso bin ich jetzt hier? Oh, yes. Farewell. Hä? Ich hab nicht hingeschaut, ich bin einfach irgendwo hingelaufen. Was kann mir einer, also was ist jetzt eben passiert? Habe ich Tigris und das Portal genutzt aus Versehen? Gefettfingert oder was? Oder was ist passiert gerade? Wieso bin ich... Ich habe nicht hingeschaut kurz. Kommt auf meine Unterhose. Wieso quetscht die denn auch hier? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich gemacht, dass ich auf einmal... der nicht mehr da bin, in einer anderen Welt war. Warum ist denn irgendwelche komische Kreise da? Erfahrungsgewinn 40%. Schmeckt, oder? Eigentlich, dachte ich. Normales Ding wieder. Oh, weg, weg, weg. Ich darf ja nicht getroffen werden. Ja, das ist noch der einzige Nacht, dass man warten muss, dass man diese Rüstung nicht ewig haben kann. Zumindest wenn man immer wieder von A nach B gehen muss. Zwecks, wenn man nicht schlägt, tut man sie nicht aufrechterhalten. Hack und Schlei mache ich hier. Im wahrsten Sinne des Wortes mit der Rüstung hier. Hier war ich vorher, gell? Kreise, die da kommen, ist das von der Welt her? Ich glaube, jedes Legendary für jeden Char droppt irgendwie hier. Oder ach, das sind die, die ich vielleicht zerstöre. Das kann sein.
Das kann sein, die ich zerstöre halt. Diese Haubitze, oder? Ja, sowas ist das. Die schießt das immer auf mich, deswegen zerstöre ich sie ja, die Scheiße. Oder will ich zumindest schon, oder bin auf dem Weg dahin, egal wie. Alles zusammen. Nach 55 Minuten, das geht, oder? Mit der Zeit. Das ging ja super schnell. Jetzt hat hier das Teil da. Jetzt habe ich kein Ding mehr, ey. Ja, schieß auf dich selbst. Super Idee. So viele Sachen hier. Hier, giftiges Odache der Graupel. Nochmal. 257 Rüstung. Schaden, Betäubungsvermeidung, kalter Widerstand. Schaden reflektiert, bis plus ein Leben entziehen. 21 erhöhter Zauberschaden. 10% Gesundheit. So, was haben wir noch? 16 von 28. Jo, ist schon noch eine Menge, ey. Oh, ich war nicht in der Gestalt. Ja, das hätte auch in die Trousers gehen können, in die Hose. Oder in die Pants. Kein Mensch sagt mehr Trousers. Fancy Mancy! Da müssen wir gleich im ersten Boss-Ding da stellen. Alexa, Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 3 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 12 Grad erwartet. Was, so viel? Spinnst du jetzt? Zwölf Grad, das ist ja Hitzewelle. Hitzewelle, sage ich. Ich frage mich, wann kann man diese Dinge wieder leveln? Die Skills. Die konnte ich jetzt lange nicht mehr leveln. Ich glaube, in dem Punktesystem für die Skillung waren da schon mehr Punkte noch zu vergeben. Ich habe jetzt schon 3 Level oder so gemacht und wir konnten es nicht mehr skillen. Also ich glaube, wenn ich so ein Spiel so wirklich spiele wie jetzt, so ein Hack'n'Slay, dann ist es schon gut. Mich konnte bis jetzt noch kein anders lang überzeugen.
Aber es gab da immer auch Umstände von außen, die mitgewirkt haben, wo ich es nicht genießen konnte. Achso, stimmt, so lange muss ich hier drin bleiben, gell? Wegen 40% XP, würde ich sagen. Stimmt, ja. Achso, wenn ich jetzt sterbe, dann bleibe ich nicht mehr drin. Es gab immer negative Aspekte. Deswegen, das habe ich das alles nicht so genossen. Genießen können, sage ich mal. Ich habe das jetzt alles schon, aber ich werde trotzdem noch ein paar machen, wegen 40% XP ist halt schon Andres Wald. Oh, ja, ja. Ich habe einen Drucker die ganze Zeit laufen, aber ich schaue hier mal hin. Oh, ist das schon viel höher, krass. Stimmt, hast recht, ist das schon viel höher. Ich habe den an einem Monitor am kleinen Fenster laufen. Ja. Sieht wild, dass wir Leben entsteht, oder? Wie richtiges Leben entsteht. Ja, wenn ich so bei 40% XP nur so wenig Ding krieg, dauert schon noch, ey. Fertig, oder? Ja. Na dann, 40% XP. Durch sind wir. Side to side. 10. Skills? Nie wieder, oder was? Stufe 18, das war's. Schade. Schade. Es ist so viel Rüstung. Betäubungsvermeidung, Rüstung 257, Kältewiderstand, aber wir verlieren Betäubungsbeständigkeit, 62 Gesundheit, 6% verringert die Gesundheit und Intelligenz. Wir verlieren zu viel, Mann. Tun wir sie erstmal hier rein und tun sie dann nachher irgendwann verkaufen, wenn wir schon überlevelt sind. Handschuhe? Dieses Leben immer runtergeht, das ist so heftig, muss man die Götzen. Chance auf Elektrifizierung bei Treffer. Das ist auch krass hier. Nahkampfschaden verändern, das ist schon gut, aber ich habe jetzt der Kühlung Verlangsamung, nee, kann ich auch weg. Erhöht dein Dienerschaden, eine Trefferchance. Plus 1 Potion Slot, okay. Yes. Dann mach doch gleich 5. Take care. Dein Logo fährt immer mit vorn zurück. Das supportet halt, weißt du? Das supportet halt. Es gibt halt hier so Dings da. Wie sagt man? Physische Unterstützung oder so. Weiß nicht, ich fällt mir jetzt nicht genau ein. Aber weißt du, was ich meine? 96 Nahkampfschaden, 19 Stärke, 4 Crit, 14 Nahkampfleer, ein Attribut, 11% erweiterter Bereich. So, das ist halt wieder AOE. Yo, das ist das Ding, was ich... Das ist meine Endwaffe, oder? Aber wieso ist denn gar kein Schaden?
Ist das nicht die Waffe hier von dem Biskier? Death Embrace. Krieger, seltene Ernte des Entzünders. Nee, das ist es nicht. Das ist nur eine Einandachse, aber das schaut genauso aus. Das schaut genauso aus. Ist es nicht so schwer, den Drucker? Macht er so keine Fehler? Ist es nicht ein Risiko? Wenn du da noch was drauf tust? Denke nicht. Ja, nicht, dass es zu schwer ist. Vielleicht kommt es ja da auf jedes Gramm an. Aber wenn's läuft, dann läuft's, oder? Wenn's läuft, dann läuft's. Ich finde es immer nur schwierig, mit dieser Gesundheit anzufangen, den Kampf immer. So, dann geht's weiter hier. Achso, ich wollte. Hab ich. Achso, ich habe schon gelevelt. Gut, dann geht's weiter hier. Das ist jetzt die ganze Zeit. Wir müssen mit den Dungeons vielleicht auch mal machen. Aber ich spare jetzt noch ein paar Punkte, dass ich diese Boni da. Oder ich brauche einen Dungeon. Ich brauche einen Arena-Schlüssel. Der hat im Video gesagt, Arena-Schlüssel droppt sehr häufig. Ich kill was das Zeug, hab noch keinen einzigen Arena-Schlüssel bekommen. Was ist das für ein Typ hier? Special Foods oder was? Die Schlüssel sind, finde ich, sehr, sehr rar. Also die Schlüssel für die Dungeons sind sehr rar. Und ich glaube, man kann jeden Dungeon halt auch hochspielen. Das ist dann quasi wie Diablo. Du machst immer den gleichen Dungeon und höher. Vorstelle, das ist erst Tag 3 heute von dem Spiel. Tag 3 hatte ich ja kurz irgendwie angefangen. Da habe ich nur ein Stündchen spielen können. Hab da gesehen, dass der Server nicht geht und dann habe ich halt Server gefixt. Deswegen hatte ich dann was anderes an. Wenn ich jetzt so schneide, als ob es ein Tag wäre, ist ja wurscht. Passt ja dann. Das war auch schon halt ohne Mikrofon. Habt ihr das Mikrofon alles eingerichtet? Hab mehrere Testaufnahmen gemacht. Klang für mich gut. Nur in der Aufnahme klingt es viel besser, als das so wie ihr hört, finde ich. Sehr komisch. Habe nicht ganz verstanden hier. Wenn ich auf die Seite gehe und mir das anhöre, klingt es schlechter, als wie ich es in der Aufnahme habe.